Und ich sag's nochmal, wir müssen jetzt langsam aufhören zu funktionieren, weil mit unserem Geld wird die ganze Scheiße nämlich finanziert. Mit unserem Geld werden Bomben finanziert, die in Gaza im Moment fallen. Wie kann das sein, dass das kein Schwein interessiert? Es ist zu weit weg, ja, es ist außer Sichtweite. Wenn da hinten jetzt jemand erschossen wird, guckt doch auch jeder hin und denkt sich, scheiße, was denn hier passiert jetzt? Nee, in Gaza ist das Problem ja anders. In Gaza, da geht es nur dort um Öl und um Macht, sonst um gar nichts. Genau wie der Ukraine. Die Ukraine ist das Durchgangsland, hier in der Kaukasus. Im Kaukasus gibt es Öl. Wer dort nichts zu holen, wird es keine Sau interessieren. Deswegen hat das die Jugoslawienkrise so lange gedauert. Ja, wenn der Öl gewesen, wäre das bis jetzt da vorbei gewesen. Militärstrategisch. Ich wollte nur sagen, was der Dommel schon gesagt hat, wir sind hier wirklich mit da drin. Also Rammstein ist hier vor der Tür in Russland und USA, da irgendwas mal richtig kracht. Ist es hier auch nicht so witzig, würde ich mal sagen. Ich will jetzt keinem Angst machen, aber Deutschland ist ja komplett besetzt von Amerikanern. Man sagt ja immer, Deutschland, die Amis sind da, weil es in der NATO ist, aber das ist ja nur, um das der Deutsche möglichst kuschelig zu machen, dass die das halt alle akzeptieren. Aber wir haben ja Atomwaffen in Deutschland, was ja auch total gegen Grundgesetz ist. Deutschland bezahlt auch noch die ganze Besatzung, steht auch im Grundgesetz, kann auch jeder nachlesen. Ich weiß nicht, welcher Artikel das jetzt ist, aber es ist auf jeden Fall so. Also wir bezahlen noch die Besatzungskosten. Mir bezahlt die ganze scheiß Waffe auch. Mir letztens, glaube ich, Israel irgendwelche U-Boote noch bezahlt von unseren Steuergeldern. Also die Liste. Ich könnte das jetzt 2 Stunden fortführen, ohne mich jetzt einmal zu wiederholen und aufhören zu funktionieren. Vor allem die Soldaten halt. Das geht jetzt auch raus an alle Soldaten. Egal, ob ihr jetzt in der Ukraine seid, Ukrainer seid, ob ihr in der Army seid. Hört auf, euch für die ganze scheiß Hochfinanz zu verheizen lassen. Und ja. Ihr habt auch Bruder und Schwester, ihr habt auch Mutter und Vater hier und alles. Und hört auf, da Gehorsam zu leisten.